ausgedockt und wenn wir müssen, dann können wir die ISS innerhalb von kürzester Zeit verlassen und dann ein paar Stunden später dann auch wieder auf der Erde sein. Over. Am liebsten schaue ich aus dem Fenster, aber das hast du dir vielleicht schon gedacht. Over. Ja, hoffen kann man natürlich immer. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich am liebsten Sachen einfach fotografiere, die ich sehe und die mir dann gefallen, die mir ins Auge stechen und die fotografiere ich. Da schreibe ich dann vielleicht auch einen Tweet dazu, was mir einfällt. Aber was schwierig ist, ist so was nach was ganz Bestimmtem zu suchen. Ich habe das jetzt probiert. Ich habe zum Beispiel die chinesische Mauer versucht zu finden und das habe ich auch getan, aber das ist echt schwierig, da genau zur richtigen Zeit rauszuschauen und genau das richtige Wetter abzuwarten. Deswegen mache ich das so ein bisschen mehr opportunistisch. Ich schaue einfach, was mir gefällt und dann mache ich da ein Foto von und vielleicht ist eure Region da jetzt tatsächlich mal dabei. Ich bin mir sicher, ein großes Übersichtsfoto habe ich schon geschickt mit euch mit drauf. Von dem her habt ihr wahrscheinlich sogar schon eins, wenn ihr genau mal sucht. Hoppe. Angst eigentlich nicht. Unvorhergesehene Ereignisse sind schon wichtig, da muss man sich darauf vorbereiten und dann sind wir glücklicherweise nicht mehr ganz unvorhergesehen. Das heißt, wir schauen, dass wir genau wissen, was zu tun ist, wenn hier oben zum Beispiel ein Feuer ausbricht oder ein Loch in der Raumstation ist und trainieren das auch ganz oft auf der Erde und dadurch verliert man einfach die Angst in so einem Fall, weil Angst ist ja eine Reaktion, die hat jeder, ja. Das heißt, auch Astronauten sind davor nicht gefeit, aber man kann sie besiegen dadurch, dass man sich gut vorbereitet und das kann jeder auch auf der Erde für sich, jeder für sich, aber. Ja, Paul, das ist tatsächlich sehr schwer. In so einem Tauchbecken ist das sogar noch ein bisschen schwieriger als im Weltraum, wie ich vorher schon gemeint hatte, aber tatsächlich ist es eins der besten Trainingsumgebungen, die wir haben. Ist natürlich immer noch nicht genauso wie hier oben, das geht einfach nicht, weil die Schwerelosigkeit kann man einfach nicht nachbauen auf der Erde. Höchstens mal in so einem Flugzeug, mit einem Parabelflieger für ein paar Sekunden, aber länger geht das nicht und deswegen ist das tatsächlich das Beste, was wir haben. Over. Auf dem Mond, over. Ja, ich habe tatsächlich einen Internetzugang, sogar einen richtig direkten jetzt seit ein paar Wochen und deswegen, ich kann auch twittern. Meistens mache ich das per Mail an mein Team, weil das da ein bisschen einfacher ist, dann kann ich große Fotos dranhängen, aber ich kann auch direkt, manchmal mache ich das auch so, das geht beides. Aber ja, dann niest man alles weitere gleich wie auf der Erde, aber. Wenn man den im Innern der ISS wirft, dann würde er eventuell zurückkommen, und zwar weil man ihn seinem Crew-Kameraden an den Kopf geworfen hat und der ihn dann zurückbringt. Im Äußeren, außen im Weltraum würde er nicht mehr zurückkommen so einfach. Da würde er einfach in seiner eigenen Bahn um die Erde weiterfliegen und diese Bahn, die kreuzt unsere Bahn wahrscheinlich nicht mehr so schnell. Das heißt, den würde man tatsächlich auf Nimmerwiedersehen verlieren. Eventuell würde er aber dann doch vielleicht ein, zwei Monate später doch mal wieder die Bahn kreuzen und dann hat man wahrscheinlich ein Problem. Over. Ah, nee, ich habe tatsächlich keine Übelkeit beim Start jetzt. Nach der Landung beim letzten Mal hatte ich nur so eine Phase, die hat 10 Minuten lang gedauert. Da ist mir ein bisschen schlecht gewesen, ein, zwei Stunden nach der Landung, aber dann ging es eigentlich. Im Allgemeinen habe ich da sehr viel Glück, also mir wird eigentlich nicht schlecht, auch im Auto oder so nicht. Aber das ist was, woran man sich gewöhnen kann. Also man kann sich das tatsächlich.
Vorbereitungszeit und auch an dem Tag dann Stunden, bis man überhaupt erstmal die Tür aufmachen kann. Und wenn man dann draußen ist, im Raumanzug zu arbeiten, das ist schon echt wie so ein Marathon. Man ist da 7 Stunden draußen und jeder Handgriff muss man gegen den Druck im Raumanzug anarbeiten. Das ist tatsächlich eines der anstrengendsten Sachen, die man hier oben machen kann. Over. Bitte wiederholen. Oh, das ist so ähnlich wie zu Hause auch, mit dem Staubsauger, mit Desinfektionstüchern, man räumt auf. Mir macht es Spaß, mit Leuten mit anderen Kulturen zusammenzuarbeiten, weil man einfach sehr viel lernen kann. Wenn man ein bisschen offen ist und andere Kulturen nicht verurteilt, sondern von ihnen lernt, dann macht es riesig viel Spaß und so geht es uns auch hier oben auf der ISS. Wir lernen voneinander und das macht richtig viel Spaß und bringt uns auch weiter. Wir lernen da sehr viel dabei. Over. Ich weiß nicht, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht. Das müssen wir erforschen. Ich finde es viel spannender, als ob ich dran glaube oder nicht, weil was bringt es mir, wenn ich es nicht weiß. Deswegen wollen wir zum Mars fliegen, um rauszufinden, ob da vielleicht außerirdisches Leben existiert, vielleicht in Form von Bakterien oder vielleicht auch ausgestorbene Bakterien. Ich finde es interessant. Over.